eigentlich ist eine schwierige Technik, der Seitwärtszustoß und gerade aus einer Kombination heraus und dann auch aus dieser Kombination heraus gerade. Eins, zwei, drei, die Hüfte jetzt ganz weit, wenn wir wissen, dass wir einen Seitwärtskick machen wollen. Und dann müssen wir hier den Ansatz herholen. Bock. Da. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Wenn du die Hüfte weit immer mit reinbringst, dann fällt es dir leichter. Genau. Ja. Noch ein bisschen mehr hier außen, wo wir so einfach auch das Problem hatten. Hier richtig außen, dass der Hintern, zumindest die Seite, wo wir kicken, zum Gegner zack. Ja. Genau, super. Jawohl. Ja, dann mal, ja, und einen kannst du noch und dann drehen. Klasse. Die Seite machst du es richtig gut, weil da sieht man auch, dass es wirklich ein Sidekick ist. Da bringst du den Oberschenkel hinter den Unterschenkel und stößt es raus. Ne? Bei der anderen Seite, da machst du es oft noch so, dass du nicht weit genug hier den Ansatz herholst, sondern hier. Und dann ist es so eine Mischung zwischen Halbkreis und Sidekick. Ja? Okay, dann die andere Seite nochmal, was jetzt besser klappt. Ja, da ist es eben so wirklich, hier musst du weiterhin noch die Hüfte nach vorne zeigen lassen, ne, den Hintern, die ja, Seite, wo wir kicken, runter. Ne. Dann kannst du den Oberschenkel hinter den Unterschenkel drücken und wirklich ausstoßen. Besser, ja. Und die Drehung, ja, da müssen wir uns später noch mit beschäftigen, die Seite läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja, da stößt du, da ist es klasse. Genau. Und der. Gut, ein bisschen lockern, ausschütteln.